Hallo und herzlich willkommen zurück zu Landwirtschaftssimulator. So, wir haben hier gerade richtig Geld verdient, indem wir den Auftrag hier erledigt haben. Und ich fahre dann mal direkt wieder zurück zum Hof, weil man weiß nie, wo der nächste Grasschneiderauftrag ist. Und der Hof ist ja ziemlich mittig. Damit liegt man dann also eigentlich nie schlecht. So. Also wieder auf Achse wir hier mit unserem Lindner. Ich rechne gerade aus, wie viel Parts ich brauche. Bis nächste Woche, also bis in einer Woche, müsste dann noch eigentlich. Okay. Ich weiß jetzt das, was ich wissen wollte. Nur damit ich ungefähr weiß, wie lange ich heute aufnehmen sollte. So langsam sollte der dann auch schon fertig gesät haben am Hof. Was natürlich heißt, dass wir die Zeit vorspulen können. Und wir dann da schon mal ein bisschen ernten. Auf jeden Fall hat sich der Auftrag sehr gelohnt. Und das bedeutet auch, dass wir das noch zwei, dreimal häufiger machen werden mit den Mähern. Weil so schnell so viel Geld verdienen, machen wir eigentlich sonst nie. Man kann zwar jetzt sagen, hör, wenn du was abkippst, ja, das geht viel schneller. Da hast du dann recht, aber man muss ja erstmal den Hänger voll kriegen mit irgendwas. Oh, das war jetzt ein Palettengabelauftrag. Wieder so ein Käse. So. Die finde ich ja nicht so toll. Einfach weil wir dafür auch nicht die richtigen Geräte haben, um die vernünftig zu erledigen. So. Unser Monstrum hier. Der fette Lindner. Beziehungsweise der Lindner ist ja relativ klein, aber dazu diese riesigen Großflächenmähwerke. So, Auftrag hat sich auf jeden Fall sehr gelohnt. Rüber zum Hof jetzt. Wo parken wir denn? Ich glaube im Hangar. Ich nenne das immer Hangar. Erinnert mich immer so daran, also an so einem Flugzeughangar. Ah ja, da sieht man dann auch echt, wie groß dieses scheiß Mähwerk ist. Alter. Gerade im Vergleich zu den anderen Sachen würde ich ein Riesengerät. Der Seher ist fast fertig. Gut. Was ich jetzt einfach mal sagen würde, wir fahren jetzt mal ein bisschen mit dem Seher mit, die letzten Meter. Denn das ist ganz interessant jetzt. Sobald er fertig ist, haben wir jetzt nämlich die Gelegenheit, die Zeitskalierung richtig schön hochzudrehen. Hier alles. Dann haben wir alle Felder mit reif mit Rüben. Und dann können wir richtig was verdienen. Das wird sich auf jeden Fall richtig lohnen. Komm, gib Gas, Helfer. Zwei Reihen, also einmal jetzt noch rüber zum Hof und dann wieder zurück. So, mit Palettengabel, ne? Der Auftrag interessiert uns dann nicht. Wir machen uns gleich lieber mal an die Ernte. Beziehungsweise wäre gut, wenn ich dann für nächste Woche die Aufnahme dann vielleicht wieder jemanden dabei hätte. Übrigens, es bringt nichts, wenn ihr mir das in die Kommentare schreibt, wenn ihr mitmachen kann. Ich kann diese ganzen Kommentare gar nicht mehr hören bzw. sehen, sage ich mal. Das sind so viele geworden. Ich habe dafür, wenn dieses Video raus ist, schon längst ein Ankündigungsvideo gemacht, denke ich. Also im Moment ist es noch nicht gemacht, aber es ist zumindest geplant, dass eins kommt. Und damit dann hoffentlich alle Probleme aus der Welt geräumt werden. So, übrigens am 29.11. kommt kein Video von mir. Da habe ich Geburtstag. Da wollte ich dann einfach mal keins machen. Ich weiß nicht, ob das jetzt müsste ungefähr jetzt so der Tag des, also der Erscheinungstag dieses Videos sein. Vielleicht kommt es auch schon am Freitag, weiß ich nicht. Auf jeden Fall am 29. kein Video von mir, weil ich Geburtstag habe.
Gut. Der blöde Helfer soll jetzt mal. Ach so, der hatte schon Licht an. Ich habe es noch nicht so wirklich ausmachen können, weil es zu dunkel war. Letzte Reihe. Yeah, gib doch Gas. Ich mache jetzt mal hier so ein bisschen so. Oh, Sonnenuntergang. Ich mag ja auch die Maschine eigentlich ganz gerne. Sieht so richtig fett aus. Mal was Vernünftiges, was zu uns passt. Mal was Schönes, Großes. Sieht auf jeden Fall gerade sehr episch aus, würde ich echt sagen. So, hier bräuchte man wieder eine Palettengabel. Die haben wir nicht. Damit ist dieses Ding dann eigentlich für uns nicht rentabel. Und jetzt können wir den wegfahren zum Hof. Und in der Zeit stellen wir schon mal die Zeitskalierung auf maximal. Yeah. Natürlich direkt was Rockiges jetzt, wo es so schnell hier vorangeht. Stellen wir den hier mal rein. Gut, was brauche ich jetzt? Genau, den Häcksler. Den werde ich jetzt brauchen. Jetzt im nächsten Schritt. Wir machen jetzt ja erstmal das neue Feld. So, ich mach mein Lied weiter. Auf Dauer ist das dann doch ein bisschen nervig. Dieses Lied. Zeit rast ja auch vor uns her. Und ich bleibe jetzt, glaube ich, einfach mal ein bisschen neben dem Feld hier stehen und warte darauf, dass das vernünftig wächst. Und dabei ist mir jetzt gerade aufgefallen, boah, der Himmel, der sieht richtig episch aus, so dunkel. Finde ich sehr schick. Boah, oder wirklich so, irgendwie so. Der Himmel hat sich extrem verbessert, sage ich mal, seit den Vorgängern. So, ablehnen ist wieder mit Palettengabel. Kennt er ja schon, das Spielchen. Kommt ja nur für uns in Frage, wenn es ohne Palettengabel ist. Also der Auftrag. Mann. Die Mission hier finde ich ein bisschen mager. Von den Blättern. Obwohl doch, das ist der Schatten von dem Baum. Dass der Baum bewegten Schatten hat, ist glaube ich auch neu. Dass man so ein bisschen erahnen könnte, wie sich die Blätter mitbewegen. Hier die Feldinfo. Darauf warte ich jetzt die ganze Zeit. Da fällt mir gerade was ein. Wachstumszeit schnell. Speichern. Weiter. Mal gucken, ob das jetzt etwas erträglicher wird mit der Geschwindigkeit. Müsste ja eigentlich, denke ich. Übrigens, unten bei der Uhr sieht man ab und zu das, was dabei. Unten bei dem Geld kam gerade was dabei. 300 oder 400. Überlege ich gerade, was das gewesen sein könnte. Okay, Lied vorbei. Ich wollte es gerade wegdrücken. Ich möchte mal was Ruhiges. Das ist was Neues. Das kann man auch mal lassen. Entweder neu oder ruhig. Dann gefällt es mir. Ma. Können wir denn nicht hier mal irgendwie so knacken lassen? Ist ja auch scheiße, wenn ich jetzt eine ganze Folge hier am Feld stehe. Hier schon ein bisschen reifer. Eine kleine Ecke. Aber so richtig groß. So richtig was Schönes ist hier noch nicht entstanden. Mir gefällt irgendwie die Landschaft. Ich spiele auch immer noch auf allerbester Grafik. Liegt vielleicht auch daran. Ich glaube, die Grafik hat sich auch doch deutlich
so ist detaillierter geworden. Die ganz krasse Veränderung sieht man gerade auch, wenn man 2008 oder 2009 gespielt hat und das mal jetzt einfach mal spaßeshalber mal anspielt und danach hier rein wechselt, dann habt ihr einen Riesenunterschied. Zu 2011 ist der Unterschied jetzt nicht so enorm, aber er ist auf jeden Fall da, würde ich mal so sagen. War gleich schon 5, ja, jetzt schon 5 Uhr morgens durch und hier ist immer noch nicht gewachsen. Jetzt erleben wir gleich einen wunderschönen Sonnenaufgang, denke ich. Ist aber auch krass. Oh, mit dem Mond. Wunderschön. Oh, ist doch wohl episch. Wie diese Sonne so langsam immer heller wird. Ich bleibe jetzt hier einfach mal stehen, auch nicht nur weil. Boah. Eigentlich sollte man mal so ein paar Fotos machen davon. Was ist eigentlich da hinten auf dem Berg? Kann ich das vielleicht erahnen auf der Karte? Das könnte die Mühle sein. Nein, Mühle nicht. Halt das Dingen, was hier am Ende der Straße ist, wo wir auch schon mal hingefahren sind. Boah, das sieht aber echt cool aus mit der Sonne. Der Mond ist jetzt auch ganz verschwunden, oder? Ja. Boah, warum dauert das denn so lange mit den Gewächsen? Die Mission mache ich jetzt erstmal aus, glaube ich. Obwohl, ne, doch nicht. Die Felder wachsen nicht so wirklich. So wirklich, was tut sich hier nicht? Das ist jetzt irgendwie gerade komisch. Normalerweise ging das immer schneller. Ich wollte es ja dieses Mal auch absichtlich mal in der Aufnahme machen. Boah, ich finde auf einmal die Grafik vom Spiel richtig geil, wenn man hier mal so draußen rumsitzt und nicht immer so nur so im Trecker. Ist die Grafik echt sehr anschaulich. Haben sie doch richtig was dran gemacht. So, also so langsam. Was haben wir denn da? Die Abladestation Hafenbrief bietet für kurze Zeit mehr Geld für Weizen. Schön, aber wir haben da kein Gedönsel. Und eine Auktion auf Feld 25. Gut. Und hier wächst es jetzt endlich. Das ist doch eine gute Nachricht. Das ist noch die beste Nachricht. Dann habt ihr schon mal einen leichten Eindruck davon, wie hier das aussieht, wenn es wächst. Diese einzelnen Wachstumsstadien. Boah, schon ein riesiges Feld. Schon echt brauchbar. Da hinten am Horizont sieht man schon den Gipfel der Mühle, also das Dach der Mühle. Hier haben wir auch die Wachstumsstadien. Das hier ist, glaube ich, schon fast reif. Wenn ich mal so ganz optimistisch sein darf. Ja, und da sieht man es auch. Also, da dieser eine Streifen, der hat schon ein bisschen angefangen, richtig zu wachsen. Ich würde jetzt echt gerne hier. Ich werde die Zeit jetzt, denke ich, offscreen vorspulen. Das dauert dann doch alles ein bisschen sehr lange, oder? Was meint ihr? Naja, bis ihr das in die Kommentare geschrieben habt, werde ich wohl schon wieder aufgenommen haben. Ma, ich weiß jetzt irgendwie nicht, ob was ich machen soll. Wenn ich. War das jetzt wohl erstmal die letzte Aufnahme auf meine jetzige Platte, damit ich bald wieder besser aufnehmen kann auf der neuen. Und ich würde da mal sagen, ja, dann kommen wohl vielleicht ein paar Tage keine Videos für den Fall, dass ich die nicht eher eingebaut habe oder bestellt habe oder wie auch immer. So, ablehnen, weil wir keine Palettenzange haben. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.